So, jetzt werden wir was machen. Und zwar traue ich mich jetzt endlich ran, dass ich praktisch diesen Chip hier, das ist der alte, ablöse, beziehungsweise schon abgelötet, nur einen neuen Chip hier, wo hier drin ist, hier wieder einlöte, wo funktioniert, hoffe ich mal. Und ich hoffe einfach mal, dass alles auch klappt. Ich hoffe auch einfach mal, dass, wie gesagt, auch der wieder funktioniert. Ansonsten habe ich 15 Euro umsonst rausgeschmissen. Und ich klebe jetzt einfach nur hier einen Streifen hier. Einfach nur, dass ich praktisch die Konnektoren einfach ein bisschen schütze. So. So. Hier kannst du so bleiben. Okay. Wir haben hier einen Punkt. Hier einen kleinen Punkt. Der ist hier. Heißt, so gehört er rein. So, hier drauf. Jetzt. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt gehe ich überall noch meinen Lötkolben drüber, aber mit einer ganz, ganz feinen Spitze, mit der feinsten, die ich habe. Und zwar gehe ich dann überall noch einmal drüber hier, dass praktisch alle Pins praktisch frei sind und nicht irgendwie kurz geschlossen sind oder irgendwas. Kein Kurzschluss mehr, nirgendwo mehr. Selbst hier nicht mehr. Yes, nice. Heißt, ich bin fertig. Alle Pins sind verbunden, kurzschlussfrei. Ich werde es noch einmal gründlichst schauen hier, aber man sieht hier nichts, dass kein Pin hier irgendwie. Es sieht, die Lötstellen sehen zwar nicht so übergeil aus, aber es ist nichts. Kein Pin, wo ein Kurzschluss macht, kein Pin, wo nicht dran ist. Alle Pins sind dran. Ich baue das jetzt ganz kurz ein. Deckel drauf mal von Radio mache ich nicht drauf. Ich stecke alles an. Dann bin ich mal wirklich gespannt, weil dann stecke ich erstmal ein Lipo ein. Und ich hoffe mal, es fängt nicht an zu brennen, sondern es fällt hoch. So. Da Drado ist wieder zusammengebaut. Hier ist die Platine. Hier ist der Chip, wo ich gerade ausgelötet habe. Ich habe leider eine Schraube verloren anscheinend. Also ich weiß nicht, wo die ist. Also ich habe da schon mal angekloppt. Ich sehe aber auch hier keine Schraube. Ist jetzt halt hoffentlich mal nicht so wichtig. Ich habe jetzt hier auch schon mal einen Akku von meiner anderen Fernbedienung. Das ist der Deckel von meiner anderen Fernbedienung. Jetzt würde ich sagen, stecke ich einfach mal den Akku rein und ich hoffe mal, dass jetzt nichts irgendwie kaputt geht oder irgendwas. Ich zoome sogar dran. Falls das irgendwas passiert, kann man dann direkt sehen, was los ist. So, 3, 2, 1. Okay, soweit, so gut. Nee. Müsste schon lange eingeschaltet sein. Chip wird nicht heiß. Das ist gut. Ich glaube, es fehlt einfach nur die Software, kann es sein? Und jetzt stecke ich das jetzt einfach mal am PC an und bin mal gespannt hier, was jetzt passiert. STM32 Bootloader. Ich glaube, es ist einfach nur keine Software drauf. Ist ja ganz logisch. Er kann nichts damit anfangen, weil einfach die Software nicht drauf ist. Das ist schon mal ein gutes Zeichen hier. Eingerichtet. Und jetzt muss ich nur noch schauen, wie man auf dieses Radio wieder die Software drauf bringt. Aber das mache ich nicht jetzt, sondern erstes Erfolgserlebnis ist schon mal da hier. Heißt, er funktioniert schon mal zum Teil. Heißt, Chip wird nicht heiß oder irgendwas so.
Ich schätze einfach mal, weil ich sehe auf die Platine, auf der Platine sehe ich keinen Speicherchip oder wo irgendwas gespeichert ist. Ich glaube einfach mal, dass einfach auf den Speicherchip, also auf den Chip, einfach nichts drauf ist. Keine Software. Und deswegen wahrscheinlich, dass das einfach nicht funktioniert. Wir sehen uns gleich wieder, wenn entweder das Radio geht oder wenn ich praktisch eine Anleitung habe, wie das Radio geht. Dann werde ich wahrscheinlich mein Desktop zeigen und so und werde dann einfach mal schauen, ob ich es hinbekomme, ob ich da irgendwas drauf geladen bekomme und so. Und wenn ja, vielleicht die neueste OpenTX-Software für das Radio so. Und dass ich vielleicht dann sogar das Radio dann wieder benutzen kann, so. Für was auch immer. Ich weiß es nicht, weil ich habe ja meinen Radio Master TX16S so. Dieses Teil hier ist zwar schon ein bisschen verstaubt hier, weil ich momentan eh nicht fliege, weil Winter ist. Und ich will halt im Winter nicht fliegen, weil dann einfach eiskalt ist und so und blau. Und dann würde ich gleich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt geht's weiter. Ich würde sagen, wir flashen jetzt einfach mal die Software drauf, also das OpenTX Software. Nicht wundern, warum das jetzt gleich noch ein anderer Cut kommt und dann auf einmal das Flashen schon fast fertig ist. Ich habe das Flashen gestern Abend einfach mal so gemacht. Ich dachte, dass es nicht funktioniert. Ich dachte, es kommt einfach eine Fehlermeldung. Habe also nicht aufgenommen, nichts gemacht so. Und dann auf einmal kam Flashen und so. Und dann dachte ich mir, ja, alles klar. Und da an diesem Punkt springen wir jetzt hin und dann würde ich gleich mal sagen, let's go. Es geht weiter mit meinem QX7. Ich schreibe gerade die Firmware drauf hier. Moment, ich tu mal HDMI-Cam dazu hier. So, hi. Ich schreibe gerade die Firmware dazu und ich habe das gerade vergessen aufzunehmen, deswegen nehme ich das jetzt schnell hier auf. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert hat. Schließen. Display geht aber nicht. Also es funktioniert hier, warte. Man sieht halt einfach noch nichts hier. Man sieht einfach nichts. Wird wahrscheinlich irgendein Display-Problem doch noch geben. Oh nein. Sieht nicht gut aus. Auf jeden Fall werden wir mal das Radio jetzt nochmal zerlegen. Und ich werde jetzt mal da reinschauen und schauen, weil ich habe ja damals einen Crossfire-Mod gemacht. Aber auf jeden Fall, ich werde das auf jeden Fall erstmal zerlegen und dann, ja, let's go. Also, es ist schon mal wieder offen. Und jetzt bin ich mal gespannt hier. Ich glaube, ich muss das Radio aber auf die wieder zerlegen. Zwei Stunden später. Ich werde halt jetzt halt leider den Crossfire-Mod einfach mal da einbauen. Ich hoffe mal, dass es dann irgendwie, das ist die einzigste Möglichkeit, dass es wirklich funktionieren könnte. So. Ansonsten bleibt mir noch eine Möglichkeit. Also wie gesagt, der Connector hier dreckig ist, dass der einfach keinen Kontakt macht. Und die letzte Möglichkeit ist, dass irgendein Bauteil rundherum von diesem ARM-Chip, dass der irgendwas nicht gut funktioniert. Ich muss aber erstmal ein Video anschauen, wie ich das Teil genau jetzt nochmal einlöte, weil es ist schon so lange her, dass ich... Nee. Nichts. Immer noch dasselbe. Und wer sich wundern, was... Also, ich habe ja... Kann man das sehen? Also, man kann das jetzt hier nicht gescheit sehen, aber... Ich habe ja hier bei dem Plus-Minus die zwei an den Bauteil hier rangemacht. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist aber auf jeden Fall, identisch. Also, hier habe ich das YouTube-Video, das ist praktisch das. Wieder alles zusammenschrauben und los. Und der hat auch die Kabeln hier so an... Und so rangemacht, so. Das Einzige, was ich noch probieren kann, was ich aber auf jeden Fall jetzt nicht mache, weil ich jetzt dann schlafen gehe, ist, dass ich vielleicht den, falsche Kamera, dass ich vielleicht, wie gesagt, den Display-Connector-Port, dass ich den mal auch einfach mal, sauber mache. Auf jeden Fall, ich werde jetzt erstmal den Connector hier sauber machen, weil ich weiß nicht, ob das der Connector vielleicht ist. Dass der vielleicht dreckig ist. Ich werde den jetzt einfach mal, ich werde das jetzt auch einfach eh nochmal kurz zerlegen hier. Hier sind die Pins vom Connector. Gut, man kommt gut ran zum Saubermachen.
Ich werde auf jeden Fall die Platine jetzt erstmal komplett sauber machen. Also nicht jetzt, sondern später, aber in dem Video. Werde ich die Platine jetzt gleich schön sauber machen. Weil es sind noch alles hier voller Flachs und so, das will ich eh nicht. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Sachen bei diesem Board gemacht. Und zwar, was komisch waren. Und zwar das erste Mal. Und zwar, was ich als erstes gemacht habe, ist hier, ich habe da nochmal. Weil der im Video das mit dem Ground und ich gesehen habe, dass der da nicht mit dem Ground war. Jetzt habe ich hier mit dem Multimeter, also an dem metallischen hier. Und praktisch an den Ground und es hat gepiepst. Heißt, es ist definitiv Ground da. Und ja, dann habe ich noch hier unten ein paar Pins resoldet, wo diese komisch waren und so. Und hier oben habe ich noch ein paar Pins resoldet. Hier den hier habe ich auch mal kurz resoldet, einfach mal nur um zu schauen hier. Dann, wie man wahrscheinlich auch sehen kann, ist auch der Aufkleber leider bis unten gegangen. Und zwar habe ich das mit Waschbenzin sauber gemacht. Nicht gründlich, hier unten kann man noch Flachs sehen und so. Ich habe eher hier oben mich fokussiert und so. Und hier an den USB, an den Displayport hier. Habe ich den jetzt auch mal sauber gemacht hier. Mit Waschbenzin, habe das einfach abgewaschen. Also ich habe Waschbenzin einfach drauf gekippt. Und dann habe ich das mit Kompressor unten im Keller habe ich das ausgeblasen hier, dass auch unter dem Chip kein Benzin mehr ist. Und habe jetzt das auch noch ein paar Minuten bis eine Stunde liegen gelassen so. Und jetzt ist das mal fertig und jetzt würde ich sagen, bauen wir es zusammen. Jetzt habe ich wirklich alles gemacht, was geht so. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, sind meine Hoffnungen sehr, 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 sehr gering, dass das Teil noch laufen wird. Leider. Ja, wie gesagt, ich habe den Chip jetzt ausgetauscht, ich habe den Crossfire-Mod jetzt wieder richtig hingemacht. BIOS-Batterie ist jetzt Ewigkeiten draußen gewesen seit gestern Abend, wo ich halt die letzte Aufnahme gemacht habe. Ansonsten, ja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Teil mal zusammenbauen und dann werde ich mal schauen, ob es wieder geht. Ist auch mal wieder drin hier. Ich habe das Rattern jetzt gerade weggemacht hier so. Und das Einzige, was ich jetzt noch gemacht habe, ist, ich habe das einfach mit Captain Tape festgeklebt und isoliert, dass man Kurzschluss macht und so. Und was ich noch off-Video gemacht habe, ich habe diesen Stecker hier natürlich auch mit Benzin sauber gemacht. Nur, dass man sagen kann, dass man nicht sagen kann, ja, da ist noch Flachs auf dem Stecker drauf. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann, deswegen habe ich ja das auch komplett zusammengebaut, einfach. Dann lasse ich es erstmal so, dann schaue ich nochmal später in diesem Video, beziehungsweise ich hoffe mal, dass ich dann irgendwann noch einen Fehler ausschließen kann, was das sein könnte so. Aber wenn er jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich zu 99%, dass irgendwas entweder mit diesem Chip auch nicht stimmt oder irgendwas an der Platine auch nicht stimmt. Ja, dann würde ich sagen, stecke ich mal ein. Akku ist schon mal drin. Ich wette, dass es entweder nichts passiert, ein Rauch aufgeht, oder dass das gleiche passiert wie vorher. Und das glaube ich auch. Let's go. No. Oh! Oh mein Gott. Es funktioniert einfach. Wow! Damit hätte ich jetzt niemals im Leben gerechnet, dass es funktioniert. Leute, das sind noch meine ganzen Sachen drauf. Exit geht auch. No Tools, no SD Card. Er funktioniert einfach wieder. Wow. Auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich die hier mit diesen kurz binden. Und dann werde ich mal mit diesem Radio einfach mal die kleine Drohne fliegen. Weil meine Apex will ich jetzt nicht fliegen, weil ich habe doch irgendwie Schiss, dass da irgendwas nicht funktioniert. ja, dann würde ich gleich mal sagen, baue ich das Gerät wieder zusammen und dann hoffe ich mal, es funktioniert noch. Und dann, ja, let's go. Ja.
viviendo una vida espectacular. Las mujeres me quieren en cualquier lugar. Ellas me persiguen y yo me rindo. Huelen dinero, un papi rico. En la playa, en el lago, en el casino es cuando viajo. En la maleta hay billetes y polvo blanco en paquete. C-E-R, B-E-U-S, Dios, no te enteres. Cabrón, ya lo sé, tú eres un hater. Ese es tu problema, te aconsejo, resuelve. Er funktioniert einfach wieder. So, und jetzt würde ich sagen, testen wir mal das aus. Ich beine ganz kurz die Drohne hier mit dem alten Radio. Also, Drohne ist geboundet, eingestellt in Betaflight. Und jetzt würde ich sagen... Ja, okay, Akku ist halt komplett leer. Aber er funktioniert. Hier. Ja, er funktioniert. Es funktioniert. Es ist halt mal geil. Und wenn ich jetzt hier einfach... Und die LED ist rot. Auf jeden Fall würde ich schon gleich mal sagen, das war's für diesen relativ langen Video, weil natürlich, es war natürlich ein bisschen Arbeit auch, das Video zu schneiden und so. Und dann würde ich schon gleich mal sagen, das war's. Ich sag ciao mit V. Radio ist gerichtet am Ende. Und ja, also dann sage ich ciao mit V und ich bin raus. Bis zum nächsten Reparaturvideo, hoffe ich mal. Also, ciao.